Ja, hallo. Servus. Also wir in der Oberpfalz sind gewohnt, dass wenn man zum Jubiläum geht, dann zieht man sich richtig vernünftig an. Ich habe mich heute für einen super geilen Fummel entschieden. Ich helfe dir. Danke. Ja, das ist maßgeschneidert. Nicht für mich. Ich kann Mitleid und Begeisterung unterscheiden. Vielen Dank. Es handelt sich hier um eine altdeutsche Tracht aus dem 18. Jahrhundert. Damals war man schon ziemlich clever, da wusste man, lila macht schlank. Nicht immer. Aber ich sag mir, wozu abnehmen, solange es noch genügend Stoff gibt auf dieser Welt. Etwas feiner ausgedrückt, Sport und Turnen füllt Gräber und Urnen. Trachten symbolisieren nicht nur die Mentalität einer Region, Trachten symbolisieren auch die landschaftliche Gegebenheit einer Region. Und bei dieser altdeutschen Tracht aus dem 18. Jahrhundert sind ganz zauberhaft Pölsterchen eingenäht. Diese eingenähten Pölsterchen, sehr schön verarbeitet, symbolisieren die hügelige Landschaft in Deutschland. Als höchste Erhebungen gut zu sehen die Zugspitze und der Erbeskopf. Beides mit kleiner Tendenz zur Hanglage. Wird deswegen oft verwechselt mit Hoppstätte. Nur was ist, kann auch im Alter was hängen. Kleiner Spaß. Ja, hier haben wir Alzheim, Schwetzingen, zwei Brücken, Essen, Speyer, das bayerische Lappersdorf, Leverkusen, Darmstadt, Pforzheim, Boppingen, genau, hier haben wir Oberolm und Niederolm. Dazwischen sehr gut zu sehen der Hockenheimring. Hier unten geht's dann nach Mannheim. Lasst euch Zeit. Mannheim, Gießen, Stralsund, Finsterwalde, Schifferstadt und Brunsbüttel. Rüsselsheim fehlt. Und hier hinten am Arsch der Welt, sehr großzügig angedeutet, Kaiserslautern. Das war ein Spaß. Das war, man hat mir Geld geboten, dass ich das sage. Dankeschön.